Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier den Vortrag halten darf. Ja, wie schon vorher wahrscheinlich angekündigt, gab es tatsächlich Probleme in der realen Welt, dass nämlich der Zug Verspätung hatte und der andere ist noch ausgefallen. Also das war nicht einfach, hierher zu kommen, aber jetzt hat es einfach wunderbar geklappt. Es ist so, dass wir tatsächlich auch seitens der Hochschule relativ früh aktiv geworden sind, und zwar im Februar, und haben dann im März das Frankfurt School Blockchain Center gegründet, wie gerade schon zitiert, weil wir eben auch das wichtig finden, dass wir unsere Studenten unterrichten in den neuen Feldern, wo IT zum Beispiel drin ist, weil schon auch fraglich ist, wo zum Beispiel das BWL-Studium übermorgen hingeht, weil auch dort überall mehr Digitalisierung reinkommt. Und deswegen ist es auch aus unserer Sicht sehr wichtig, dass sich junge Leute bei uns, aber auch um uns herum mit dem Thema Blockchain und anderen digitalen Technologien beschäftigen. Ja, die Zeit des Financial Modelings mittels Excel sind vorbei, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese neuen Themen den Leuten auch frühzeitig beibringt. Kritisch ist, muss ich vorneweg sagen, dass die Leute ganz oft immer nur konzeptionell arbeiten möchten mit PowerPoint und eigentlich sich niemand so richtig die Hände schmutzig machen will mit der Implementierung. Das ist absolut bedauerlich. Da würde man sich teilweise ein bisschen mehr Aktivität wünschen hinsichtlich dieses Fakts. Ich möchte es auch mal sehen, wie es wirklich live funktioniert, und ich möchte es auch mal programmiert haben, wie wir eben gesehen haben, zum Beispiel ein Smart Contract oder ähnliches. Ich möchte heute das Thema Finance und Banking vorstellen, aber nicht nur auf die Banken und Finanzorganisationen mich fokussieren, sondern eben auch um die ganzen Aspekte drumherum, auch um den Bereich der Kryptowährungen und auch zum Beispiel um einzelne Geschäftsbereiche, wie zum Beispiel eine BMW-Bank, ja, die ja quasi Bankgeschäfte innerhalb von BMW abwickelt. Man kann da schon auch sagen, dass der Finanzsektor sich unheimlich ausdifferenziert. Früher waren es nur die Banken, irgendwann gab es die BMW-Bank, jetzt gibt es zunehmend noch andere Fintechs, neue Finanzdienstleister wie PayPal, zunehmend dann auch noch Kryptowährungen. Das heißt, der ganze Bereich füllt sich zunehmend, und für die reinen Banken könnte man schon auch annehmen, dass die da teilweise möglicherweise in Bedrängnis kommen können. Ganz kurz noch zu uns, was machen wir? Wie schon gesagt, wir möchten nicht nur das Thema Banking und Finance im Blick haben, sondern auch verwandte Bereiche, wo Finanzprozesse eine Rolle spielen. Energy zum Beispiel, Industrie 4.0 und ähnliches. Wir machen, wie schon angekündigt, einen Workshop, wo wir echte Produkte, also anfassbare Produkte, an die virtuelle Welt der Blockchain anschließen möchten. Das war das eben zitierte Event. Und wir wollen auch Programmierkurse anbieten, die aus unserer Sicht wichtig sind, damit die Leute das Thema Blockchain auch seitens der Implementierung kennenlernen. Das wird im Herbst stattfinden. Ganz kurz vorneweg als Zusammenfassung, diese fünf Punkte hier. So gefühlt wirkt es teilweise so, wie wenn gerade durch die Kryptowährungen teilweise ein komplett neues Finanzsystem im Entstehen begriffen ist, und zwar eins, was per Definition ohne Spannungen, ohne Frictions auskommt, per Definition nahe 0 Euro Transaktionskosten hat und auch von Anfang an international gedacht ist, ohne Grenzen. Also das wirkt teilweise so, das ist natürlich noch regulatorisch in keinster Weise durchdacht und geprüft, aber man hat das Gefühl, dass da ein komplett neues Finanzsystem potenziell heranwächst. Ich sage das deswegen so prominent, weil es nicht nur hier um Bitcoin geht, das kennt wahrscheinlich jeder, sondern es geht auch um Maschine-zu-Maschine-Zahlungen, also Zahlungen zwischen Geräten oder Micropayments zwischen entsprechenden Geräten. Es geht auch darum, dass die internationalen Transaktionskosten auf Null gehen können, was in dem herkömmlichen Finanzsystem nicht der Fall ist. Es gibt Interfaces in die reale Welt wie Kreditkarten, sodass ich zum Beispiel verdiente Bitcoins ausgeben kann per Kreditkarte. Das heißt, damit würde auch die Frage erklärt werden, was mache ich denn eigentlich mit einem Bitcoin, wenn ich ihn mal besitze? Ja, mit einer Kreditkarte stellt sich die Frage so gar nicht mehr. Das ganze System fängt sich an, zunehmend auch auszubreiten in verwandte oder angrenzende Bereiche wie Medien, 3D-Druck, Copyright, überall, wo Finanzthemen eine Rolle spielen, dort fängt diese Konvergenzthematik an, sodass quasi Leistung und Gegenleistung, also der Leistungserstellungsprozess, verschmilzt mit der Gegenleistung, also mit der Bezahlung, in ein System rein. Das ist in den ein oder anderen Kryptowährungen teilweise schon erkennbar, das ist sehr beeindruckend. Und falls das der ein oder andere hier im Raum verfolgt hatte, gerade so in den letzten Wochen ging es heiß her bezüglich dem Funding von Startups, wo wirklich
einzelne Teams der Reihe nach zweistellige oder teilweise dreistellige Millionenbeträge für ihr Konzept, Ausrufezeichen, bekommen haben. Also nicht für irgendwo schon eine operative Firma mit 1000 Kunden, sondern für ein Konzept. Das heißt, da wird auch, kann man auch sagen, dass das Funding von Startups möglicherweise in einem bestimmten Technologiebereich revolutioniert wird. Das heißt, man sieht hier schon, dass das nicht nur irgendwo eine Währung ist, sondern eine weitaus größer angelegte Bewegung, die hier momentan am Anfang der Entstehung zu sein scheint. Die Intermediäre, die wir momentan so kennen, also sei es eine Börse oder eine Bank, die müssen mit Sicherheit ihr Geschäftsmodell überdenken oder neu strukturieren, weil das durch die Blockchain so erforderlich wird. Und bei der Blockchain geht es, das ist der vierte Punkt, nicht nur um Effizienzgewinne wie hierzulande. Also oftmals, wenn man in Deutschland über Blockchain spricht, dann geht es darum, dass man 5% mehr Effizienz aus irgendwelchen Prozessen rausholt, sondern es geht auch darum, über neue Geschäftsmodelle nachzudenken. In Deutschland ist es möglich, zum Beispiel durch Micropayments oder M2M-Zahlungen, die Verbindung mit IoT oder Ähnlichem. Aber man darf hier auch nicht vergessen, dass auch die Entwicklungsländer unheimlich von der Blockchain-Technologie profitieren können. Und zwar deswegen, weil es dort, anders als hier, keine funktionierenden Regime gibt. Dort gibt es Korruption, instabile Währungen und Ähnliches. Und für diese Probleme kann die Blockchain-Technologie zumindest teilweise eine Lösung bieten, weil sie aufgrund der Technologie ein Vertrauensregime bereitstellt. Und zwar einfach nur durch den Zugriff per Handy. Ja, die Bitcoin-Blockchain und die Ethereum-Blockchain, die ist überall, egal ob in Indonesien, Peru oder Afrika, die ist quasi da und man kann damit Geld speichern, Geld transferieren oder auch Gelder an Verwandte, Bekannte, Geschäftspartner verschicken. Das ist heute schon möglich, auch in einem Land, wo zum Beispiel eine exorbitante Inflation herrscht. Und deswegen sind neue Geschäftsmodelle nicht nur hier zu suchen, sondern eben auch in den Regionen der Welt, die von instabilen Regimen geprägt sind. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den man eigentlich gar nicht oft genug betonen kann, ist, dass das Wort Cryptocurrency eigentlich teilweise das falsche Wort ist. Das Wort Currency, da denkt man immer sofort an eine Währung wie Euro und Dollar. Und natürlich ist im Vergleich zum Euro und Dollar eine Währung wie Bitcoin marginal klein, also nahe Null. Aber das Wort Währung suggeriert eben irgendwo auch die falsche Perspektive. Wenn man sich die Cryptocurrencies anschaut, dann sind es aus meiner Sicht teilweise Fintech-Startups, das sind teilweise kleinere Gruppen, kleinere Gründungsteams, die eine Idee verfolgen, teilweise außergewöhnlich innovativ sind. Und wenn man diese Brille aufhat, dass es sich da teilweise um Startups handelt, um Fintech-Startups, dann sind Bewertungen wie zum Beispiel 50 Millionen oder 100 Millionen wirklich beachtlich, wenn man das wiederum vergleicht mit der deutschen Fintech-Szene in Frankfurt und Berlin, wo da wirklich nur wenige Startups mithalten können. Aber dieses Wort Kryptowährung verstellt so ein bisschen den Blick auf die wirklich innovative Kraft, die in manchen der Kryptowährungen angelegt ist. Okay, zu dem Thema Innovation. Das schließt, denke ich mal, ganz gut an, was Sie vorher schon gehört hatten. Zunächst mal geht es bei der Blockchain-Technologie darum, in einem Computernetzwerk von verschiedenen Teilnehmern einen gemeinsamen Informationsstand herzustellen, sodass alle Beteiligten eine gemeinsame Wahrheit haben, und zwar weltweit. Das ist dieser Aspekt von Safe Information. Wenn das einmal gelingt, dann kann ich auch Güter transferieren, also Vermögensgegenstände. Dann sind wir bei dem Thema Bitcoin, weil dafür brauche ich eine gemeinsame Wahrheit, weil ich wissen muss, wem gehört welche Bitcoins, wem gehört welche Vermögensgegenstände. Wenn ich per Bitcoin in der Lage bin, Vermögensgegenstände quasi direkt zu transferieren, das bedeutet, ich versende das Geld jetzt, und das Geld muss in 10 Minuten in Indonesien eingetroffen sein, also wirklich möglichst real-time, dann ist es dieser Begriff hier Transfer of Assets. Wenn ich aber auch in der Lage bin, die Bezahlung so zu gestalten, dass sie nicht sofort im Auge des Auslösens beim Empfänger eintrifft, sondern eben bedingungsabhängig, dann sind wir in diesem ganzen Bereich der Smart Contracts, was die nächste Entwicklungsstufe war. Und wenn ich Smart Contracts dann beginne, miteinander zu verschalten und zu verschachteln und intelligenter zu gestalten, dann bin ich bei diesem Begriff DAO, was momentan sozusagen der letzte Schrei in dieser ganzen Welt ist, weil man hier beginnt, darüber nachzudenken, wie eine vollständig autonome Organisation operieren kann.
Das wirkt sehr abstrakt, aber ich glaube, das wird sehr plastisch, wenn man sich die Gedanken macht, wie das Thema Blockchain mit autonomem Fahren zum Beispiel zu kombinieren wäre, weil ich dann ein autonomes Ding habe, was durch die Gegend fährt und per Blockchain in der Lage ist, Umsatzerlöse zu haben durch den Transport von Gütern oder Personen. Und das Ding, also das Auto, hat eben auch Kosten für Benzin, Wartung, Parkgebühren und so weiter. Das gilt nicht nur für PKWs, sondern auch LKWs oder Drohnen. Da macht diese DAO-Thematik, dann wird es wirklich sehr viel Sinn. Aber das ist natürlich zugegebenermaßen noch definitiv die Zukunft. Wo kommt die Innovation her? Mein Gefühl ist, dass sich momentan 4 von 5 DAX-Konzernen wirklich intensiv sich mit dem Thema beschäftigen. Auf internationaler Ebene, auch insbesondere in Deutschland, gibt es tolle Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und was man aber, wie gesagt, vorher schon erwähnt, nicht vergessen darf, ist, dass gerade bei den Kryptowährungen auch wirklich der Reihe nach unheimlich innovative Ansätze sind, die durch dieses Wort Währung teilweise in das falsche Licht geraten. Die Adoption von der Technologie hängt natürlich ab von der Firmenstrategie, da komme ich gleich noch drauf, natürlich auch von der Industrie, von der Firmengröße und vor allem natürlich auch von dem regulatorischen Kontext, wo man sich aufgrund der ganzen Regulierung teilweise schwerer tut oder leichter tut. Der klassische Prozess, wie sich Unternehmen der ganzen Thematik nähern, den habe ich mal wirklich ganz schematisch hier dargestellt. Am Anfang geht es darum, dass man in verschiedenen Workshops, Brainstormings sich einen Satz von Use Case Themen ausdenkt, die theoretisch Blockchain geeignet wären. Die werden dann runtergeköchelt und runtergefiltert und oftmals werden dann 2 oder 3 ausgesucht, die man als Proof of Concept mal umsetzt. Proof of Concept bedeutet, man möchte eigentlich sehen, wie es funktioniert denn eigentlich. Das Problem bei dem Proof of Concept ist, dass letztendlich die GUV, also die Gewinn- und Verlustrechnung, nicht beachtet wird. Das heißt, man will es eigentlich machen um des Machens willen. Egal, ob es jetzt in Summe profitabel wäre oder nicht. Und dann würde man im nächsten Schritt überlegen, welche der Proof of Concepts eignen sich denn tatsächlich für ein echtes Produkt. Und da sind momentan der Reihe nach die Firmen dran an verschiedenen Produktentwicklungen. Gefühltermaßen ist es so, achso, da komme ich dann nachher noch drauf, okay. Jetzt kurz zu dem Thema Kryptowährungen. Sie kennen wahrscheinlich diese Rankings aus den Medien oder vielleicht auch aus dem Internet. Es gibt in Summe 700 Kryptowährungen. Das ist so, wenn man so will, dieses vielleicht ein neues, neuartiges Finanzsystem, was sich da etabliert. Die größte Währung, das ist so der Dollar dieser ganzen Szene, das ist der Bitcoin mit momentan 42 Milliarden US-Dollar Bewertung. Danach kommt Ethereum mit 27 Milliarden US-Dollar Bewertung und dann wird es relativ dünn in Anführungszeichen, weil man dann die kleineren Währungen hat. In Summe hat man eine Bewertung von 106 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen sagen einem zunächst mal so nichts, aber man kann diese Zahlen beginnen einzuordnen in Firmenbewertungen und dann sieht man schon jetzt, das finde ich sehr beeindruckend, dass 3 von diesen Kryptowährungen auf einem Wert notieren, dass man sie eigentlich schon in den DAX einsortieren könnte, nämlich Bitcoin, das kennt man, das ist ja, letztendlich so die erste digitale Währung ihrer Art. Dann Ethereum, da geht es um das Thema Smart Contracts, das ist wie so eine Art Geschäftsbasis für internationale Geschäftsprozesse. Und noch Ripple, da geht es um internationale Banktransfers. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass hier auch Firmen dabei sind, wie die Deutsche Börse oder auch Merck, die eine Historie haben über Jahrzehnte, teilweise hunderttausende Mitarbeiter. Und bei Bitcoin gibt es keine einzige Telefonnummer, wo ich anrufen kann, wenn mal was schiefgelaufen ist. Also es ist ein komplett anderes Konstrukt. Und deswegen, genau aus dem Grund, finde ich das wesentlich, dass man da zumindest mal darüber nachdenkt, die Perspektive zu wechseln und wegkommt von den Währungen, weil das für manche Ansätze hier nicht relevant ist. Nur ein ganz kurzes Wort. Warum hat Bitcoin einen Wert? Das ist letztendlich angelegt in der Technologie. Die Technologie läuft nunmehr seit 9 Jahren fehlerfrei und das führt dazu, dass man jetzt so langsam beginnt, in die Technologie Glauben zu stecken. Das heißt, man beginnt dieser Technologie zu vertrauen und das mit dem Vertrauen, was man da reinsteckt, kommen dann auch die ein oder anderen Investmentgelder und plötzlich fängt dann eben deswegen an, der Kurs zu steigen. Das geht letztendlich deswegen, weil man daran glaubt und der Glaube entsteht aus dem Vertrauen.
Vertrauen, was ich nach nunmehr 9 Jahren fehlerfreien Betrieb in das System reinstecke. Und das muss man wirklich betonen. 9 Jahre fehlerfreier Betrieb ist deswegen bemerkenswert, weil es IT ist. Jeder von uns kennt das Handy und das Android und Computer, stürzt alles mehrfach am Tag ab. Viren und alles Mögliche geht dann kaputt. Aber die Bitcoin-Blockchain läuft wirklich seit 9 Jahren fehlerfrei und deswegen ist das allein schon deswegen eine Meisterleistung. Und nach solch einer Zeit beginnt man eben dann auch zu erkennen, welchen Wert das theoretisch haben kann. Und woher kommt der Wert letztendlich? Weil es darum geht, dass man hier ein knappes Gut geschaffen hat, was aber wirklich nicht einfach irgendwo jemand behauptet, dass es knapp ist, sondern es ist inzwischen eben auch glaubhaft knapp. Ja, es gibt genau ein Maximum von 21 Millionen Bitcoin, das ist hart in den Code reinprogrammiert, das kann niemand ändern und insofern fängt man jetzt an diese Knappheit zu glauben und wenn etwas knapp ist, egal ob Gold oder eine andere Währung, dann kann etwas eben auch einen Wert bekommen. Das ist genau das, was hier passiert. Nur dazu kurz, sollten Sie Bitcoin kaufen zum jetzigen Zeitpunkt? Ja und nein. Weil manche Leute sagen, das System verschwindet übermorgen wieder, andere Leute sagen, der Preis wird sich verzehnfachen. Und irgendwo in dieser Bandbreite zwischen Null und Unendlich ist wahrscheinlich die Wahrheit, aber es ist, wie die Bundesbank zu Recht sagt, absolut spekulativ und man muss wirklich ganz gehörig aufpassen, dass man da auch nicht an die falschen Leute gerät. Das Thema Funding von Startups ist ebenfalls relevant in dem Finanzsektor. Man sieht hier, dass in dem Blockchain-Bereich inzwischen genauso viel Geld durch die Blockchain selbst generiert wurden und an Startups geleitet wurden, wie durch die traditionellen Strukturen von Venture-Capital-Gebern. Ja, das heißt, ich habe vor kurzem auch wieder ein Telefonat geführt mit einem wirklich bekannten Venture-Capital-Geber, der ist ganz durcheinander, weil er sich selbst schon auch als Medium gesehen hat, wo Geld eingesammelt wird von Investoren und er, und zwar nur er, leitet es dann weiter an Startups. Aber in einer Blockchain-Welt kann dieses Modell eines Intermediärs auf VC-Ebene eben auch durcheinander geraten. Das heißt noch lange nicht, dass so ein Geschäftsmodell überflüssig wird, aber auch Intermediäre wie Fonds oder Vermögensverwaltungen müssen sich da entsprechend anpassen. Jetzt zu dem Thema Finance. Wozu kann man die Blockchain im Großen und Ganzen einsetzen? Das sind so die 5 großen Bereiche, die wir ganz grob identifiziert haben. Es ist immer dann sinnvoll, wenn eine Informationsbalance hergestellt werden muss. Das ist zum Beispiel auch dieser Fall Supply Chain, wo es darum geht, herauszufinden, wo hängt denn jetzt eigentlich der Container und alle Leute müssen bitteschön auch die gleiche Informationsbasis haben. Der zweite Bereich ist Prozessoptimierung und Smart Contracts. Das sind so Dinge wie IoT, Industrie 4.0 und Ähnliches, wo bestimmte Prozesse ausgelöst werden infolge von bestimmten Geschehnissen und zwar absolut vollautomatisch. Letztendlich kann man hier zusammenfassend sagen, dass es bei der Blockchain sich auch darum handelt, das Thema Eigentum, Eigentumstransfer zu digitalisieren. Und man kann mit ein bisschen Simplifizierung auch sagen, dass da weite Teile der Betriebswirtschaftslehre durchautomatisiert werden. Letztendlich in Unternehmen gedacht, teilweise deren bestimmte Aspekte des Mittelbaus von Firmen, die aufgrund der Automatisierung oder der automatisierten Buchhaltungsprozesse komplett in die Blockchain reinwandern können, nicht tun, aber eben können, wenn man von dem Potenzial so +5, +10 Jahre ausgeht. Das Thema Micropayments ist ganz wesentlich, weil die Blockchain-Technologie in der Lage ist, sehr günstig Transaktionen auszuführen. Das heißt, ich kann auch Transaktionen abwickeln im Cent-Bereich oder im Unter-Cent-Bereich. Das sind dann solche Fälle wie zum Beispiel ein Elektromobil fährt an die Ampel, im Asphalt ist eine Ladeschleife eingebaut und für die 2 Minuten an der roten Ampel tankt man 1 Kilowattstunde. Also 30 Cent, und dann fährt das Auto weiter. Ja, das jetzige Finanzsystem ist für solche kleinen oder noch kleineren Zahlungen nicht geeignet. Deswegen braucht man da eine neue Infrastruktur. Den 4. Bereich, Entwicklungsländer, hatte ich schon skizziert. Und den 5. Bereich, das wäre wahrscheinlich ein eigener, ganz spannender Vortrag, wo es darum geht, Copyright auch wirklich knapp zu machen, dass zum Beispiel Fotos, Musik, Videos und Ähnliches nicht beliebig oft kopiert werden können. Das gleiche auch 3D-Druck, das ist hier Chainstep potenziell auch an dem Thema dran.
Wichtig ist, dass die Blockchain und auch die Bitcoin-Thematik nicht in der Lage ist, von heute auf morgen das Finanzsystem zu revolutionieren, weil die Technologie Stand heute einfach viel zu ineffizient ist. Die Technologie kann überhaupt gar nicht so viele Transaktionen abbilden, wie wir tagsüber Hamburger, Bier, Kaffee, Essen und so weiter kaufen. Dafür ist die Technologie Stand heute nicht in der Lage. Vor kurzem bei Ethereum, da gab es ein klitzekleines Event, nämlich ein Funding eines Startups. Und plötzlich gab es so viele Transaktionen, dass die ganze Blockchain 24 Stunden damit beschäftigt war, diesen Berg von Transaktionen wieder abzuarbeiten. Das heißt, dass ein kleiner Schock so eine ganze Blockchain mal für ein paar Stunden lahmlegen kann. Das heißt, die Technologie ist tatsächlich da noch in den Kinderschuhen. Ganz kurz zu den Use Cases im Bereich Banking. Das ist übrigens eine Folie hier aus Hamburg, das muss man betonen, von dem Blockchain Research Lab von dem Ingo Fiedler. Da habe ich die her, von dem Vortrag, der letzte Woche hier gehalten wurde. Das sind die wesentlichen Use Cases in dem Banking-Bereich, die hier sehr schön sortiert sind. Da geht es darum, dass man verschiedene Finanzprodukte oder Finanzprozesse auf die Blockchain bringen kann. Und ganz wesentlich ist vor allem dieser erste Bereich hier, dass man dieses Thema Identity Management auch in den Griff bekommen kann. Das heißt auf gut Deutsch, dass wir alle irgendwo im Computer oder auf dem Handy eine ganz lange Excel-Liste haben mit 500 E-Mail-Adressen und 500 Passwörtern. Und für jeden Account muss man da reinschauen und gucken, was ist jetzt das Passwort. Ja? Das heißt, das ist ein Begriff, den könnte man auch mit Identity Spam bezeichnen, weil wir alle viel zu viele Passwörter und Identitäten haben. Das könnte man revolutionieren durch die Blockchain-Technologie, sodass ich genau einen einzigen Zugang habe, aber einen Zugang, wo die Daten weder bei Google noch bei Facebook liegen. Und das ist natürlich ein ganz irrer Use Case, aber sowas ist natürlich auch schwierig aus Start-up-Perspektive. Das müsste eher von oben über Konsortien kommen und deswegen dauert es natürlich auch ein bisschen länger. Spannend auch ganz heute aktuell das Thema Bonds und Loans. War heute in den Medien, dass Daimler und die Landesbank Baden-Württemberg ihre erste Schuldscheinanleihe auf mittels Blockchain-Technologie organisiert haben. Das heißt, es ist die Automatisierung von Geschäftsprozessen weg von E-Mails, Telefon und Fax hin zu einer vollen Automatisierung. Und die Anleihe hat immerhin ein Volumen von 100 Millionen Euro. Das heißt, so viel Geld traut man dieser Blockchain schon zu verwalten, und zwar fehlerfrei. Ja, das heißt, das zeigt so ein bisschen, dass auch Großkonzerne sich dem Thema nähern. Ich finde es bemerkenswert übrigens, dass ausgerechnet diese beiden Firmen derart aktiv sind, weil man ähnliche Produkte teilweise von anderen Firmen möglicherweise früher erwarten würde. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Landesbank da derart aktiv ist. Ja. Crowdfunding und Micropayments hat man schon. Das Thema Crowdfunding ist nichts anderes als auch das Einsammeln von Geld über der Blockchain. Man kann auch hier, das ist auch wiederum eine sehr schöne Grafik aus dem Vortrag, man kann diese ganzen Use Cases entsprechend der Komplexität und des potenziellen Returns sehr schön darstellen. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal weiter, damit wir durchkommen, aber das ist sicherlich noch eine Folie, die für die Interessierten nochmal sehenswert ist. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Adoption der Technologie bei den Firmen ist, dann lässt sich zunächst mal feststellen, dass eigentlich vor allem die Finanzszene hier momentan führend ist. Andere Unternehmen wie Maschinenbau, Automotive, Energie, die sind allesamt momentan in dem Proof-of-Concept-Stadium, aber bei der Finanzszene scheint sich das so ein bisschen schneller zu bewegen. Es gibt hier zum Beispiel die Commerzbank in Deutschland, die wirklich in Deutschland führend ist. Die haben 15 bis 20 Vollzeitmitarbeiter, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Dann Daimler ist übrigens interessant. Ich hatte die Folie nochmal überarbeitet. Daimler war gestern noch hier. Und nach der Pressemitteilung hier, was mich auch selbst überrascht hat, musste ich das Logo weiter nach rechts schieben, weil die plötzlich sehr, sehr, sehr aktiv sind. Ich wusste schon aus Gesprächen, dass die sehr aktiv sind, aber die Pressemitteilung von heute war sehr überraschend. Dann die Deutsche Bank ist auch aktiv. Da gab es auch heute oder gestern eine Pressemitteilung.
wo man auch das Thema Trade Finance und Supply Chain in den Griff bekommt. Es gibt aber auch Unternehmen wie zum Beispiel die KfW, die von sich aus bewusst behauptet, sie möchte überhaupt gar nicht vorangehen, sondern sie möchte sich gemäß ihrer Strategie anschauen, wie es andere Leute machen. Und die Leute, die es gut machen, dann versucht man, die in gewisser Weise zu imitieren. Ja, das hatte ich vorher schon anklingen lassen. Es kommt halt auch auf die Unternehmensstrategie an. Man muss nicht unbedingt vorangehen, weil das natürlich auch sehr riskant sein kann. Sie sehen bei den Live-Produkten jetzt hier noch Unternehmensnamen, die wahrscheinlich wenig bekannt sind. Das liegt daran, weil eben die großen Unternehmen noch eine Weile brauchen, bis echte Produkte dann da im Betrieb sind. Die Firma Bitbond ist aus Deutschland, hat Venture Capital Finanzierung und ist auch BaFin lizenziert als Startup. Das ist bemerkenswert. Die macht globale Darlehensvergabe mittels Bitcoin und benutzt eben die Kryptowährung dazu, dass das Geld effizient zum Beispiel nach Brasilien gehen kann, damit dort der Darlehensgeber das Darlehen bekommen kann. Die DB Energie ist auch ausgesprochen faszinierend. Das ist eine Tochterfirma von der Deutschen Bahn. Die machen schon die Blockchain-Technologie für den Energiehandel, weil die DB Energie einer der größten Energieeinkäufer, Stromeinkäufer in Deutschland ist. Und die speichern alle ihre Stromtransaktionen schon heute auf der Transaktion. Aber die sprechen halt nicht so drüber. Aber die sind da sehr, sehr, sehr weit. Wird man vielleicht auch nicht sofort erwarten, nachdem ich hier mit 2 Stunden Verspätung heute eingetroffen bin. Aber die sind da ganz, ganz, ganz vorne. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist die DB Systel, die da noch mit dahinter steckt. Das sind auch so eine Truppe von 5 bis 10 Leuten, die sich wirklich Vollzeit mit dem Thema Blockchain beschäftigen. Aus meiner Sicht wird es jetzt sehr spannend, weil bis jetzt hatten wir die Finanzorganisationen im Fokus, wo man ja das Thema Blockchain auch verorten würde. Aber man muss bei dem Thema Blockchain auch noch einen Tacken weitergehen, weil eben, was sich andeutet, ist so eine Art Konvergenz, dass, wie gesagt, die Leistung und die Gegenleistung in ein und demselben System, was Blockchain-basiert sein kann, verschmelzen. Und da habe ich das versucht jetzt mal anhand eines Beispiels klarzumachen. Das hat auch wiederum mit Smart Contracts zu tun und ich finde das ein sehr spannendes Beispiel. Und die Situation ist folgende. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein LKW-Hersteller oder ein Autohersteller und Sie machen viele Leasingverträge. Wenn das Auto oder der LKW vom Hof fährt, haben Sie keine Möglichkeit mehr, den Leasingnehmer anzuzapfen, wenn er aufhört, seine Leasingrate zu bezahlen. In Deutschland haben Sie das ganze Rechtsinstitut und den Rechtsrahmen, der im Notfall dafür sorgt, dass ein säumiger Zahler dann doch eben seine Leasingrate zahlt. Aber wenn der LKW einmal irgendwo außerhalb der europäischen Grenzen irgendwo ist und die Leasingfirma wird plötzlich insolvent, dann haben Sie keine Möglichkeit mehr, an die Leasingrate für den LKW oder für den PKW zu kommen. Mit der Blockchain-Technologie gibt es da die Möglichkeit, dass man den LKW anschließt. Also das ist faktisch IoT, dass ich den LKW anschließe an die Blockchain und die Blockchain überwacht quasi vollautomatisch den Eingang der Leasingrate. Und wenn die Leasingrate nicht mehr eingeht, dann wird die Geschwindigkeit des LKWs automatisch gedrosselt. Und wenn die Leasingrate weiterhin nicht eingeht, dann springt der LKW oder der PKW gar nicht mehr an. Und zwar alles vollautomatisch, ohne dass man da noch manuell eingreifen muss. Das ist wirklich ein wunderschöner Smart Contract, der diese Geschäftsprozesse zeigt und der vor allem auch zeigt, wie nämlich hier Leistung, also Auto oder Mobilität, verschmilzt mit der Gegenleistung, nämlich dem Zahlungsverkehr, alles in einem System drin. Und das finde ich deswegen bemerkenswert, weil die Autofirmen sind hier schon einen Schritt weiter, weil die teilweise schon funktionierende Banken im Apparat eingebaut haben. Auch der Maschinenbauhersteller Trumpf hat ja eine eigene Bank, soweit ich weiß. Aber es spricht zum Beispiel nichts dagegen, dass auch andere Unternehmen plötzlich beginnen, Bankdienstleistungen einzusourcen oder vielleicht eine eigene Bank zu gründen. Ja, zum Beispiel die Lufthansa, andere Firmen, um damit letztendlich diesen Gegenleistungsprozess, den Zahlungsverkehr einzubauen und in einer Blockchain zu konsolidieren. Die Alternative dazu wäre, dass man sich in einem Forschungskonsortium oder in einem Unternehmenskonsortium engagiert und ähnlich wie Bosch dann sich gemeinsam mit einer Bank zusammentut, um das Thema IoT und Finance in einem Konsortium zusammenzuschließen und dann dort die Blockchain-Technologie zu erschließen. Ja, Bosch hat sich zusammengeschlossen mit Cisco und der Bank BNY Mellon, um genau dies zu tun als Konsortium. Das ist auch wiederum diese Hindeutung, dass diese Branchen beginnen zu verschmelzen.
Das mit der Leasingrate und dem automatischen Drosseln der Geschwindigkeit ist natürlich in Deutschland so nicht gewollt. Das wäre Selbstjustiz, das wäre gar nicht zulässig. Aber man hat natürlich dadurch auch neue Geschäftsmöglichkeiten, weil ich plötzlich Leasingprodukte auch an andere Länder geben kann, weil ich auch nachdem der LKW vom Hof fährt, noch die Möglichkeit habe, Macht auszuüben gegen säumige Zahler. Ja, das heißt, das ist wieder so ein Beispiel, das ist gar nicht so sehr für Deutschland gemacht, sondern eigentlich eher für andere Länder, wo der Rechtsrahmen nicht so funktioniert, dass ich beim Rechtssystem anfragen kann, dass der dafür sorgt, dass ich meine Leasingrate bekomme. Würde natürlich auch mit Maschinen und Ähnliches funktionieren. Das Auto kann damit natürlich auch zu so einer Art Kreditsicherheit werden. Das heißt, ich habe einen Kredit und ich habe ein Auto. Das sind ja komplett separate Dienstleistungen oder Produkte, die ich als Konsument besitze. Aber durch die Blockchain-Technologie wäre es möglich, dass das Auto als Kreditsicherheit für meinen Barclay-Kredit dient. Und wenn ich säumiger Kreditzahler werde, dann würde die Barclay-Bank via Blockchain-Technologie sagen können, man schaltet mir das Auto ab nach diesem Mechanismus und dann würde ich vielleicht den Kredit wieder bezahlen. Also das sind so Mechanismen, da muss man erstmal drüber nachdenken, weil das eigentlich noch einen Tacken weiter ist als die Produkte oder Prozesse, die man momentan so kennt. Ganz kurz noch zu dem Thema Entwicklungsländer. Momentan, wenn zum Beispiel Entwicklungsländer Infrastrukturprojekte starten, dann funktioniert es zum Beispiel so, dass die Entwicklungsbank der KfW zum Beispiel einmal 2 Millionen investiert in irgendein Infrastrukturprojekt in Afrika. Also große Zahlen. Und ab dann ist es eben oftmals so, dass man dann so ein bisschen auch im Nebel tappt, weil man dann nicht weiß, funktioniert das? Funktionieren die Solarpanels vor Ort noch oder klappt das alles? Kommt das Geld für den verkauften Strom auch wieder zurück oder nicht? Das heißt, es ist irgendwo so eine Art Klumpenrisiko. Und das ist deswegen bemerkenswert, weil wir jetzt momentan gerade ein Projekt haben, wo wir an einem Wasserkraftwerk, wo Strom erzeugt wird in Malawi, unsere Smart Meter aus Frankfurt installieren, damit wir überwachen können, welcher Strom dort entsteht, damit man wirklich einen Real-Time-Ablauf hat, wie viele Kilowattstunden erzeugt werden. Das ist zunächst mal nur das Monitoring, aber übermorgen könnte man das wunderschön auch mit einem Smart Contract koppeln, dass von dem verkauften Strom vor Ort der Infrastrukturbetreiber für die Wartung Geld bekommt, aber eben auch der Investor dafür, dass er das ganze Projekt möglich gemacht hat. Und deswegen hier als Beweis, dass es wirklich echt ist, hier das rote Ding ist unser Smart Meter. Das Bild ist wirklich heute gemacht worden, wirklich heute, weil das heute endlich in Betrieb gehen konnte. Da bin ich ganz happy, dass das überhaupt möglich war, weil es eben auch ein Beweis dafür ist, dass es ein und dieselbe Blockchain ist, die sowohl dort in Malawi läuft, wie auch hier und die Transaktionen dort reingeschrieben werden und hier rauskommen, und zwar auf eine Weise, dass sie nicht gefälscht werden können. Ja, das heißt, das ist auch unser Versuch zu verstehen, welche Geschäftsmodelle in dem Bereich Entwicklungsländer noch möglich sind. Wenn man jetzt das ganze Thema noch weiterspinnt, dann wäre das eben auch möglich, dass ich mein Investment von 1,2 Millionen splitte in 10 Infrastrukturprojekte. Das ist deswegen möglich, weil nämlich die Transaktionskosten plötzlich niedriger werden, weil ansonsten das Geld von 1,2 Millionen einen irren Aufwand erzeugt für den ganzen Papierkram und dass das Geld überhaupt vor Ort ankommen kann. Mit der Blockchain-Technologie oder auch Bitcoin kriege ich das Geld von hier in ein fernes Land direkt vor Ort, ohne an irgendwelchen Mittelsmännern entsprechende Gebühren zahlen zu müssen. Und das aufgrund dieser Schlankheit ermöglicht es dann auch plötzlich eine bessere Diversifikation von entsprechenden Investments. Und umgekehrt wäre auch das möglich, dass ein größeres Projekt zusammengesammelt wird von verschiedenen Investoren, die jeweils kleinere Tranchen investieren. Ja, alles aufgrund dieser durchaus neuen Infrastruktur für Finanztransaktionen. Ähnlich wie das Thema Infrastruktur gibt es auch, wie eben schon genannt, das Startup Bitbond, was man wirklich als Best Practice in Deutschland anerkennen kann. Was die machen, ist Folgendes: Die versuchen, Darlehen zu vermitteln von zum Beispiel Leuten aus Europa, die gerne Darlehen vermitteln würden, gegen einen Zinssatz von zum Beispiel 10, 12, 13%. Und der Darlehensgeber, das ist dann zum Beispiel ein eBay-Verkäufer in Brasilien oder ein Uber-Fahrer in Peru, der zum Beispiel irgendwo einen Betriebsmittelkredit braucht von zum Beispiel 10.000 US-Dollar.
Und was die machen, das ist ausgesprochen schlau. Die gehen dann quasi per Uber, per Amazon oder per eBay in die jeweilige Schnittstelle rein und gucken, welche Umsätze diese Person in den letzten paar Monaten gemacht hat, um so eine Art Kreditwürdigkeit zu berechnen, weil man kennt die Person ja nicht. Ich kann die ja nicht wie hierzulande einbestellen und die in Augenschein nehmen. Das heißt aber, ich habe eine Metrik und kann ein Kreditrating machen. Und darauf basierend kann ich dann sagen, okay, dieser Kredit, 10.000 Dollar für den Uber-Fahrer in Peru, der kriegt einen Kreditzins von 8%. Und der wird dann angeboten auf der Plattform in Deutschland und dann fließt das Geld, wird eingesammelt in kleineren Tranchen, zum Beispiel 100 mal 100 Euro, wird eingesammelt, wird per Bitcoin nach Brasilien oder Peru gebracht und wirkt quasi dort als Kredit. Und zwar, was man auch hier betonen muss, alles mit einer BaFin-Zulassung. Das heißt, da ist auch nichts Zwielichtiges mehr im Bilde. Und das ist aus meiner Sicht ein ausgewöhnlich spannendes Geschäftsmodell, was heute schon funktioniert und wo heute schon Kredite abgewickelt werden. Vielleicht kurz als Zusammenfassung. Das ist auch ein bisschen ein Zufallsgenerator hier. Dieses Ding. Kurz als Zusammenfassung, das ist eine ganz tolle Grafik, die ich entdeckt hatte, die zeigt so ein bisschen diesen Konvergenztrend an, und zwar wo der überall stattfinden wird. Man sieht zum Beispiel hier die Bereiche, die ich vorher schon erwähnt hatte, dass im Bereich Industrie 4.0 dieser Bereich Produktion beginnt zu verschmelzen mit dem Zahlungsprozess. Oder auch hier dieser Bereich autonomes Fahren oder auch Drohnen, da habe ich die Mobilitätsleistung auf der einen Seite, aber im Gegenzug eben auch den entsprechenden Zahlungsverkehr, und beides kann durch die Blockchain verschmelzen. Das ist diese Konvergenz, die vielfach beschworen wird und durch die Blockchain-Technologie letztendlich auch deswegen Realität werden kann, weil die kompletten Prozesse alle vollautomatisiert ablaufen können. Und wenn sie vollautomatisiert ablaufen können, dann eben auch inklusive Micropayments, also im Cent-Bereich, und entsprechend drunter. Und vielleicht jetzt hier als letzte Folie noch mal kurz die Zusammenfassung. Ich bin der festen Überzeugung, dass Intermediäre aller Art ihr Geschäftsmodell anpassen sollten. Bei der Blockchain-Technologie geht es natürlich um Effizienzgewinne hierzulande, aber auch um die Überlegung zu neuen Geschäftsmodellen. Und auch da sollte man teilweise nicht nur hier den deutschen Rahmen im Blick haben, sondern auch diese unglaublichen Möglichkeiten, die sich gerade durch dieses Vertrauensinstrument in Emerging Countries oder Developing Countries ergeben. Wichtig ist es, dass Unternehmen, aber auch die Politik versteht, mit welchem Potenzial man es hier zu tun hat. Und verstehen bedeutet vor allem eben auch, sich per Implementierung und Umsetzung in Pilotprojekten diesem Thema zu nähern, weil man erst dann so richtig versteht, was da eigentlich im Kern passiert. Bei dem vierten Bereich geht es darum, dass hier Startups zwar relevant sind, aber mein Gefühl ist, dass hier die großen Firmen noch viel mehr Geld reinstecken, aber viel passiert hinter verschlossenen Türen. Und nochmal kann man hier betonen, dass man die Kryptowährungen als wirklich innovative Kraft hier nicht außer Acht lassen sollte. Der fünfte Bereich ist dieses Thema Konvergenz oder auch das Thema BMW gründet BMW Bank und integriert damit das komplette System, und auch dieser Bereich Konsortien, so dass eben der Sensorhersteller Bosch sich verbindet mit der Bank BNY Mellon und im Konsortium das Thema Blockchain erschließt. Den sechsten Punkt, den hatte ich ja auch schon erwähnt. Und vielleicht jetzt noch zum Abschluss, das wurde vorher schon genannt, wer Interesse hat, das ist sicherlich oder hoffe ich mal ein spannendes Projekt. Wir wollen physische Produkte an die Ethereum Blockchain anschließen, und ich bin jetzt umso mehr happy, dass wir Daimler als unterstützende Firma gewonnen hatten, nachdem die derart aktiv sind in dem Blockchain-Bereich, wie ich es auch nicht wusste. Und auch ich bin auch ganz froh, dass wir IOTA dabei haben. Das ist eins von den Blockchain-Sternchen, sage ich mal, aus Berlin, weil die behaupten nämlich, dass sie tatsächlich auch diese Skalierungsthematik für automatisierte Maschine-zu-Maschine-Zahlungen in den Griff bekommen können. Sind momentan als Startup 2 oder 3 Jahre alt, bewertet mit 1 Milliarde, das ist auch beachtlich. Und auch beachtlich ist, dass es eine deutsche Stiftung ist, die sich da formiert hat und dieses Konstrukt noch nicht in die Schweiz gewandert ist oder auch noch nicht nach Singapur. Deswegen ist es sicherlich auch eine Firma, die man im Blick behalten sollte. Ja, ich glaube damit, ja genau, das war dann die letzte Folie. Und machen wir jetzt eine Fragerunde? Nee, das machen wir nachher. Perfekt. Ja, dann vielen Dank.